Genau. Ah, okay. Hallo Helmut. So, hallo. Ich grüße dich. So, liebe Zuschauer, heutige Denkbar startet wieder mit dem Thema 10-jährige Bundesanleihen. Da ist der Zins jetzt mittlerweile ins negative Niveau gerutscht. Darüber will ich heute reden mit Helmut aus Saarbrücken. Schön, dich zu sehen, Isabel. Grüß dich. Ja, stellt euch dir vor, du hast das Haus deiner Träume gefunden und gehst jetzt zur Bank und sagst, ich brauche eine Hypothek für 300.000 Euro, dass ich mein Traumhaus kaufen kann. Ne? Und dann sagt die Bank, ah, Isabel, wie schön, dass du da bist. Und weil das so schön ist, dass du da bist, ne, wir geben dir die 300.000 Euro und jedes Jahr zahlen wir die 300 Euro Zinsen dafür, dass du unser Geld aufbewahrst. Ja, das mache ich sofort. Ja, klar, ne? Das ist total genial. Ne? Und wenn du dann noch die Inflation dazu rechnest, ne, dann hast du ja 25% gespart. Ne? In Wirklichkeit zahlst du nur noch 225.000 Euro zurück. Ne? Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ja früher die Leute immer gern so Bundesfinanzierungsschätze, so hießen die ja damals, die Bundesanleihen gekauft haben. Da gab es ja lange Laufzeiten, aber auch einen vernünftigen Zins hinterher, mit dem man ja doch so ein bisschen was anstellen konnte. Jetzt hat sich das ja komplett gedreht. Und wir haben uns jetzt mal 10 Fragen überlegt, oder ich habe mir 10 Fragen, nee, 7 Fragen an dich überlegt, weil das ist jetzt nicht so ganz mein Herz- und Leberthema, aber du kannst das ganz gut erklären. Und ich lese jetzt mal einfach die 7 Fragen vor, die wir uns überlegt haben. Das ist einmal, wie ist die Lage bei den Zinsen eigentlich im Moment? Warum sind die so niedrig? Warum kaufen Leute eigentlich Anleihen mit Negativzinsen, bei denen sie Verlust machen? Wer ist das? Und inwiefern kann mich das auch betreffen, wenn institutionalisierte Anleger zum Beispiel solche Pakete kaufen? Welche Anlässe und Gründe gibt es dafür? Wie kann man die Wirtschaft beleben? Dann haben wir Nummer 6, die wirtschaftliche Lage bei der Deutschen Bank. Und die letzte Frage, was kann der Otto-Normalverbraucher eigentlich überhaupt tun, um sich zu schützen oder um eine sinnvolle Anlage für sich im Moment noch zu finden? Ja, also die Situation zur Zeit ist total bizarr. Ne? Ja. Wir haben damit eine riesige Anomalie zu tun, aber in den letzten 11 Jahren war das eigentlich immer so, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Jetzt sind halt auch die langfristigen Zinsen sehr niedrig. Ne? Und es ist sogar so, dass die langfristigen Zinsen, die sind jetzt niedriger als die kurzfristigen Zinsen. Das ist absurd eigentlich, ne? Weil wenn ja, man genau. Lange, ne? Geld also zum Beispiel, dann verzichtet man lange selber darauf. Man setzt hohes Vertrauen auch in denjenigen, in denen man, dem man das Geld leiht. Und eigentlich möchte man dafür ja mehr Geld haben. Also früher war es ja immer so, dass man dann höhere Zinsen bekam. Ja, also du hast ja zwei Sachen. Du hast die Sicherheit und dann hast du die Rendite. Ne? Hm. Und je besser die Sicherheit, umso geringer die Rendite. Ne? Aber du hast immer noch was gekriegt. Ne? Also früher hast du für eine Bundesanleihe 2 oder 3 oder 4 oder manchmal sogar 6% gekriegt, wenn die Inflation hoch war. Ne? Hm. Und jetzt ist es halt negativ. Ne? Wenn die Banken sich Tagesgeld leihen, Geld für einen Tag, dann zahlen die zurzeit in den USA 2¼%. Ne? Aber wenn die sich die 10-jährige Bundesanleihe der Amerikaner kaufen, der Vereinigten Staaten, dann zahlen die nur 2,136%, ne? Also 0,11% weniger. Mhm. Und in Deutschland ist das ähnlich. Ne? Das Tagesgeld, das die Banken sich bei der Europäischen Zentralbank leihen, kostet 0%. Und die 10-jährige Bundesanleihe hat vor 3 Wochen minus 0,1% gekostet und letzte Woche minus 0,021. Mhm. Also das negative Zinssatz. Und wie gesagt, da musst du ja noch die Inflation drauf rechnen. Die wird ja auch noch verloren. Ne? Ja, jetzt ist es ja so, dass der Anleger eigentlich das Gefühl hat, dass aus dem risikolosen Zins von damals eigentlich so ein zinsloses Risiko geworden ist. Ja. Kommen wir zu Frage 2. Warum sind die Zinsen so niedrig im Moment? Warum kriegt man da eigentlich gar nichts mehr für? Ja, weil,
weil sich zu wenige Leute Geld leihen. Ne? Also wir haben hier jetzt die Rezession seit 2008. Ne? Und aus der sind wir eigentlich nie herausgekommen. Ne? Die niedrigen Zinsen, die zeigen, wir sind in so einer deflationären Phase. Die Leute sitzen auf ihrem Geld und die machen nichts damit. Ne? Einige gehen in die Aktienmärkte, ne? Dann sind die Aktienkurse sehr hoch. Aber es wird eigentlich in der Eurozone, in den USA, es wird zu wenig konsumiert und zu wenig investiert. Was sind das für Leute, die diese Anleihen kaufen und die bereit sind, diesen Verlust hinzunehmen im Moment? Ja, das sind halt Leute, die suchen Sicherheit. Ne? Mhm. Und die meinen, dass die wirtschaftliche Lage so prekär ist, dass sie besser dran sind mit Nullzinsen oder mit einem negativen Zins, wenn dafür ihr Geld garantiert ist. Ne? Und wenn ich Deutschland das Geld gebe, kann ich ziemlich sicher sein, dass ich das zurückkriege. Ne? Und, ja, die sind ja auch ziemlich gut geratet, habe ich gelesen. Ne? Also die haben so AAA von den Ratingagenturen. Und besser als Deutschland geht es halt nicht. Ne? Schweiz vielleicht noch. Ne? Und natürlich andere Nordeuropäer, die Skandinavier, die Niederlande. Und die Leute, die das dann kaufen, das sind ein bisschen kleine Anleger. Und das sind dann natürlich die Rentenkassen, die Pensionskassen, die Geldverwaltungsunternehmen wie BlackRock oder die Hedgefonds, Mutual Funds, die großen institutionellen Anleger. Ne? Kann das ganz kurz mal so, wenn du sagst Rentenkassen, kann das dann nicht auch Auswirkungen auf das Rentenniveau am Ende haben, wenn die Verluste machen damit? Ja, also zum Beispiel ein Arzt, ne, der in seine ärztliche Berufsvereinigung eingezahlt hat, ne, die haben in den letzten 10 Jahren keine Rentenerhöhung mehr gekriegt. Ne? Mhm. Ne, und wenn ich dann mit denen spreche, ja, sie sagen dann, ja, sie sind zufrieden, sie haben ja genug, ne, aber das macht sich schon bemerkbar, weil du hast ja 10 Jahre Inflation. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch kleinere Leute, ne, wenn du zum Beispiel eine kleine Betriebsrente kriegst, ne, zusätzlich, denen geht das genauso. Mhm. Also das wäre jetzt die Frage gewesen, genau, inwieweit kann mich das denn betreffen, wenn jetzt solche institutionalisierten Anleger in so eine Anlageform gehen? Das müssen sie aber ja, glaube ich, auch wegen ihrer Statuten. Sie müssen ja diese sehr sicheren Papiere kaufen, diese hochgerateten. Mhm. Und dann sind sie praktisch ja verpflichtet, damit dann sozusagen Verluste in Kauf zu nehmen. Das ist natürlich. Genau, ja, weil die müssen halt auf Sicherheit setzen, nicht auf Rendite, ne? Yeah. Und das ist auch so bei der Deutschen Rentenversicherungsanstalt, weil die haben ja Rücklagen. Ne? Mm. Und die dürfen diese Rücklagen nur in die allersichersten Anlagen anlegen. Ne? Die dürfen nicht in den Aktienmarkt oder Derivate oder hochspekulative Sachen. Ja, das ist einerseits ja auch ganz gut eigentlich. Ne? Nur, ja, genau. Ne? Und das ist auch für die Anleger, die halten das immer noch für vorteilhaft, weil die sagen, wenn ich was anderes machen würde, würde ich noch mehr Geld verlieren. Die machen jetzt also eine Wette und die Wette ist, die Wirtschaftslage ist schlecht. Ja. Ich bin besser dran mit einem Verlust von 25%, andernfalls wird es noch mehr. Unglaublich, unglaublich eigentlich. Also das ist schon ein es ist ja eigentlich auch, man hat so das Gefühl, dass die Bundesanleihen jetzt so zum Blitzableiter für die Ängste der Märkte werden. Diese Ängste, sind die gerechtfertigt? Die sind ja eigentlich durch die Fundamentaldaten jetzt nicht so richtig gedeckt. Ja. Woher resultieren diese Ängste eigentlich? Ist es so schlecht um die deutsche Wirtschaft bestellt? Wie kann man sie vielleicht beleben? Hast du Ideen? Ja, also wie gesagt, das hängt halt damit zusammen, dass wir uns von der Krise von 2008 nie richtig erholt haben. Ne? Der Anlass ist der Streit mit Salvini, der will eine 30 Milliarden Euro Steuersenkung geben, ne, und dann diese Zölle, die Trump Mexiko angedroht hat. Das sind die Anlässe. Mhm. Aber wenn die Zinsen nicht schon so niedrig wären, könnten die ja nicht negativ werden. Ne? Und da gibt es eine Grundvoraussetzung. Ne? Und die Grundvoraussetzung ist halt, dass einfach nicht genug nachgefragt wird, ne? Weil in der Rezession. Es haben ja in Europa Millionen Menschen die Arbeit verloren. Ne? Mhm. Und in den USA auch. Und die anderen, die noch Arbeit haben, die sich eigentlich auch das eine oder andere noch leisten können, die haben halt Angst, dass sie arbeitslos werden.
dann sitzen die auf ihrem Geld, weil die brauchen ja ihre Ersparnisse für die wahrscheinliche Arbeitslosigkeit. Und was es dann eigentlich bräuchte, ne, ist ein staatliches Ausgabeprogramm. Ne? Das nennt sich nachfrageorientierte Volkswirtschaft von John Maynard Keynes. Da nimmt der Staat einfach die Ersparnisse der Bürger, leiht die sich und gibt die dann aus. Dass Arbeitslose Arbeit kriegen, dass Arbeitnehmer ein bisschen höhere Löhne kriegen. Ne? Ja. Und das kann es dann beheben. Stattdessen haben wir die Zinsen gesenkt. Also wäre es eigentlich ganz klug, jetzt die Verkehrswende, die Energiewende voranzutreiben und da wirklich Geld in die Hand zu nehmen, da rein zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen, in die Zukunft zu investieren, anstatt immer mehr auf die Konsolidierung zu setzen. Und weil die Volkswirtschaft ist ja konsolidiert. Wir sitzen jetzt auf einer Geldschwemme. Ne? Ja. Und das hast du ja auch gesehen, der Staat hat jedes Jahr Überschüsse erwirtschaftet in Deutschland. Ne? Aber nicht nur der Staat, viel wichtiger ist der private Sektor. Ne? Das Geld, das die Privaten haben, ne? Und das nicht mehr ausgegeben wird. Ne? Ja, es ist ja auch schwierig, noch Anlageformen zu finden. Für den Otto Normalbürger mit Mietendeckeln und so ist es ja schon schwierig, im Vermietersegment auch noch über eine Rendite von, was weiß ich, 2-3%, das ist schon großartig, wenn man das noch überhaupt erzielen kann. Ja, also, alle sind ja auf der Suche, im Grunde genommen, die gespart haben, die vernünftig gelebt haben, nach einer guten Anlageform. Jetzt hatte Draghi ja vor ein paar Tagen in Portugal eine erneute Lockerung der Geldpolitik angekündigt. Ja. Damit ist er abgerückt von dem Kurs, den er eigentlich seit 2017 gefahren hatte. Nämlich da hat er ein Ende dieses Anleihekaufprogramms in Aussicht gestellt und nun kompletter Turnaround, der Trump ja auch zu bösen Tweets verleitet hat. Er hat uns dann mit China verglichen und die hätten das genauso gemacht, also ihre Währung gegenüber dem Dollar abzuwerten und so weiter. Was ist deine Analyse? Ist das klug, was er macht? Ja, also es ist besser, als Zinsen anzuheben, aber es wird ja nichts helfen. Niedriger als negativ kann es nicht werden. Ne? Man kann in Portugal noch ein bisschen was machen und in Südeuropa die zahlen noch positive Zinsen, wenn die EZB da Staatsanleihen aufkauft, dann hilft das ein bisschen. Aber der Befreiung, das wird die Wirtschaft nicht befreien, die Zinsen sind eh schon zu niedrig. Ne? Wir brauchen jetzt die Ausgabeprogramme, die sind überfällig. Ne? Weil 11 Jahre Deflation, das ist ja nicht normal. Normalerweise ist ja eine Rezession nach 3-4 Jahren vorbei. Also Ausgabeprogramme bedeutet sozusagen, man investiert in die Bahninfrastruktur, um Inlandsflüge zum Beispiel, oder innereuropäische Flüge überflüssig zu machen. Da haben wir ja einen großen Sanierungsstau, man reaktiviert zum Beispiel Bahnstrecken und so weiter und so fort. Ne, solche Ideen. Wir könnten die ganzen kommunalen Bahnstrecken wieder in Betrieb nehmen. Wir könnten eine Bahnlinie bauen von Narvik nach Palermo oder von Warschau nach Lissabon. Ne? Man muss aber dann zusehen, dass das Geld bei den kleinen Leuten ankommt. Wenn es bei den Konzernen bleibt, das hilft dir nichts, da entsteht keine Nachfrage. Ja. Also Arbeitslose müssen Arbeit kriegen und die arbeiten, müssen ein bisschen mehr verdienen. Man liest in dem Zusammenhang, jetzt also nach der Draghi-Rede, da sind ja natürlich auch die Anleihen anderer Länder gefallen, Österreich, Frankreich, alle unter Null, also ins Negativzinsniveau. Man liest in dem Zusammenhang auch immer von japanischen Verhältnissen. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, warum man davon spricht? Also unsere Krise hat ja angefangen 2008, mit der Immobilienblase. Ja. Aber in Japan war das schon 10 Jahre so. Ne? Aus denselben Gründen, ne? Weil die Immobilienpreise gefallen sind und dann hatten die da 10 Jahre Deflation. Ne? Und das nannte sich dann damals das verlorene Jahrzehnt. Ne? Mittlerweile ist es in Japan über 20 Jahre lang so. Ja, ja. Und wir machen halt dasselbe und wir imitieren Japan. Wir senken die Zinsen anstatt Ausgabeprogramme zu machen, die bei den kleinen Leuten ankommen. Ne? Gibt es Länder, die das klüger machen im Moment? Portugal zum Beispiel, ne? Seit 3 Jahren. Die haben ein massives Ausgabeprogramm gemacht und das hat im ersten Jahr zu hoher Staatsverschuldung geführt, zu einem hohen Defizit.
Aber dass dann im zweiten Jahr massiv gefallen ist, weil die Menschen haben nicht mehr Sozialleistungen gebraucht, die hatten jetzt Arbeit, ne? Die Ausgaben sind runter und die haben alle Steuern gezahlt, die Einnahmen sind rauf. Ne? Ja. Also Portugal hat es sehr, sehr gut gemacht. Das andere Land wäre Schweden. Super, ja. Sollen wir über Schweden noch kurz reden? Ja, kannst du. Erzähl es mal kurz. Die Schweden, die hatten mal eine Bankenkrise in den 90er Jahren. Ne? Genau dasselbe, was wir hatten, aber halt auch Schweden begrenzt. War dann auch ein bisschen einfacher, weil es nicht weltweit war. Und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben einfach ihre Banken in die Insolvenz geschickt. Ne? Was man und bei uns ja nicht macht, ne? Ja, bei uns machen die das nicht. Dann, wir verschleppen die Insolvenz in der Deutschen Bank. Die steht immer noch am Abgrund nach 11 Jahren, ne? Und in Schweden haben die dann gesagt, okay, der Staat bezahlt die Einleger, ne? Und das war dann richtig teuer. Und dann hat der Staat alle das Vermögen der Banken übernommen, ne? Und das Vermögen, das was wert war, wurde verkauft. Und das andere ging in eine sogenannte schlechte Bank. Ne? Ja, die Bad Banks. Auch von Bad Banks. Ja. Dann binnen 5 Jahren hatten sich diese schlechten Vermögenswerte, die alle überschuldet waren, die hatten sich erholt und man konnte die gewinnbringend verkaufen. Der schwedische Staat hat sogar Geld verdient. Und dann hat er die ganzen Banken wieder privatisiert. Ja? Okay. Und dann war die Krise vorbei. Und nach 3 Jahren war die Krise vorbei. Und nach 5 Jahren hatte der schwedische Staat sein Geld zurück und einen Gewinn. Da haben wir ja schon fast die nächste Frage mitbeantwortet, nämlich die wirtschaftliche Lage der Deutschen Bank. Ja, also der Deutschen Bank hat es natürlich am Anfang geholfen mit den niedrigen Zinsen, ne? Dann haben die für null Zinsen sich Geld geliehen bei der Europäischen Zentralbank. Und wenn du dein Konto überzogen hast, hast du 13% bezahlt. Ne? Ja, das ist... Das war natürlich schön und das war auch sinnvoll. Ist natürlich ein bisschen ungerecht, aber dadurch wurde das destabilisiert. Aber langfristig hat es den Banken geschadet, auch der Deutschen Bank. Die steht ja immer noch im Abgrund, weil die konnte keine Geschäfte mehr machen. Es kamen zu wenig Leute, die Kredite gebraucht haben. Dann hat die Deutsche Bank zu wenig verdient. Ne? Und die leiden natürlich auch unter den Strafzahlungen in den USA und anderswo. Aber wenn die Geld verdienen würden, wären die Strafen gar kein Problem. Die kannst du dann finanzieren und langfristig bereinigen. Ne? Ja, also ja, dann kommen wir schon fast zur letzten Frage jetzt, denn das ist ja das, was die Zuschauer vielleicht auch ein bisschen interessiert. Was kann denn der Otto Normalmensch eigentlich machen, wenn er jetzt nicht bereit ist, so eine hohen Verluste mit Bundesanleihen in Kauf zu nehmen? Gibt es eigentlich überhaupt noch irgendeinen Weg, den der Sparer gehen kann im Moment, der irgendwie noch erbaulich ist und sicher ist? Ja, also wie gesagt, ne, die Aktienmärkte sind halt hoch, weil alles andere schlecht ist. Ne? Ja. Und man kann dann in die Aktienmärkte reingehen. Ne? Die Frage ist halt, ne, kommen wir jetzt in die nächste Rezession? Weil wenn wir diese inverse Zinsen haben, wo die kurzfristigen Zinsen niedriger sind als die langfristigen Zinsen. Ja. Entschuldigung, andersrum. Die langfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen. Niedriger, genau. Ja, 4 von 5 Malen, wo das passiert, gab es eine Rezession in der Vergangenheit. Ne? Ja, ich habe auch irgendwie gelesen, dass man auch eine technische Rezession hat, wenn innerhalb von 2 oder 3 Quartalen in Folge eben das Bruttoinlandsprodukt nicht steigt oder irgendwie war das, ne? Kannst du das? Ja, wenn es negatives Wachstum gibt, 2 Quartale hintereinander. Ne? Ja, genau. Aber das ist nur Statistik, ne? Bei den Menschen macht sich das schneller bemerkbar. Ne? Ja. In Deutschland sind wir von daher ein bisschen besser dran, weil das ganze Kapital flüchtet halt zu uns. Da haben wir wenigstens viel Kapital. Ne? Und wir haben ja auch diese enormen Exportüberschüsse. Die sorgen zwar dafür, dass unser Lebensstandard sinkt, aber die Arbeit ist relativ stabil. Aber wenn es kracht, ich denke, wir haben halt auch Möglichkeiten, politisch was zu machen, als Bürger, ne? Nicht nur als Investoren. Ja, Helmut, klasse, vielen Dank. Ich glaube, ich habe einiges nochmal jetzt gelernt. Und es ist sicherlich so ein Thema, typisch für die Denkbar eigentlich, wo wir uns ja immer so ein bisschen über Themen unterhalten wollen, die schon irgendwo jeden betreffen, aber die in der medialen Berichterstattung zwar gestreift werden, aber nicht so richtig durchdrungen werden für die Leute. Damit mit solchen ungewöhnlichen Sichtweisen auf ungewöhnliche Vorgänge, die ja eigentlich so eine Krux sind, möchten wir uns ja hier auch beschäftigen. Und ich danke dir jetzt ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ja, dank dir. Ich freue mich auch wieder auf unsere Zuschauer nächste Woche.
Ja, genau. Da sprechen wir über Stefan E. Ah, genau, der, das machen wir. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag nach Saarbrücken. Du hast herrliches das Wetter. Dir auch. Mach's gut. Tschüss, alles Helmut. Gute, Isabel. Danke, tschüss. Tschüss.